Anfang der 2000er mit Giga Games bewiesen Jungs und Mädels, dass ihrer Zeit weit voraus waren. Mit Game One schufen sie ein Unikat in der deutschen Medienlandschaft. Nun mit Rocket Beans TV haben sie nun endgültig bewiesen, dass sie mehr können als einfach nur Videospiele spielen. Wer sie sind und was sie genau machen, das sehen Sie jetzt. Na, da ist alles klar? Ja, bei dir? Sehr gut. Ja. Freut mich. Guten Tag. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ja. Gern geschehen. Ja. Gut, kommt mal zur ersten Frage am besten. Gerne. Was ist für dich Rocket Beans TV? Boah. Also im Moment gerade aktuell eigentlich alles. Schlussendlich ist es ein Sender, ein Online-Sender, den kann man halt einfach im Internet äh, 24 Stunden jeden Tag in der Woche sich angucken und da produzieren wir verschiedene Formate. Ähm, es gibt schon einen relativ großen Schwerpunkt auf das Thema Games, weil wir alle aus dem Thema Games kommen, ähm, haben uns aber jetzt mit dem Projekt Rocket Beans seit über einem Jahr... Da gehen wir schon in eine Richtung, die wir früher eigentlich auch schon besetzen wollten, weil mein Gott, wir sind halt irgendwie in der digitalen Kultur groß geworden. Das bedeutet natürlich interessieren uns nicht nur Games, sondern auch Fußball, auch Filme, auch Comics, auch Mucke, auch keine Ahnung was. Das bedeutet Rocket Beans ist jetzt gerade, existiert seit 14 Monaten ungefähr und wir wollen die komplette Bandbreite abdichten von all den Themen. Die uns interessieren und von denen wir glauben, dass es da draußen Leute gibt, die gerne in einer speziellen Tiefe, mit einer gewissen Färbung auch über diese Themen sprechen wollen. Also, ich glaube, so im, im Gro an, an klassischen Sendern oder auch Formaten wird nie so detailliert über Comics gesprochen wie bei uns in Panels. Oder es wird nicht so nerdig über Filme gesprochen wie bei Kino Plus. Es wird bei uns in der Bundesliga, in der, der Bundesliga-Show, wird anders über das Thema Fußball gesprochen als jetzt in der Sportschau. Also, das ist, wir nehmen einfach das, was uns selber gefällt, packen das in Formate mit dem Handwerk, was wir mehr oder weniger gelernt haben und versuchen das so spaßig und so unterhaltsam und auch informativ wie möglich halt rüberzubringen. Das ist Rocket Beans. Also ich finde immer der, der Spruch, alles muss, nichts kann, der beschreibt es sehr gut, weil wir halt wirklich hier alles versuchen können. So ein großer Spielplatz und jeder probiert auch alles aus. Niemand hat jemanden, der dann irgendwie sagt, nee, das darfst du nicht oder das können wir nicht. Also probieren wir wirklich alles aus. Ähm, vieles davon versandet dann, bevor es ausgestrahlt wird oder funktioniert nicht. Vieles davon machen wir, obwohl es nicht funktioniert. Ähm, und das ist eigentlich das Besondere bei uns: Wir haben keine Chefs, wir haben keine Geldgeber jedenfalls meistens nicht. Und deswegen können wir machen, was wir wollen. Und das ist Rocket Beans TV. Und deswegen passt es auch so gut, dass es live ist, weil live kann man eh spontan besser Sachen machen. Also Rocket Beans TV ist im Grunde die Evolution von vielen Jahren Erfahrung sammeln. In verschiedenen Bereichen, angefangen schon Ende der 90er mit Giga von Leuten, die ursprünglich Videospiele unglaublich lieben. Und Rocket Beans TV basiert ja auch zu großen Teilen aus Videospielinhalten. Wir haben auch viel Entertainment und so, aber wir, wir machen bei Rocket Beans TV einfach Dinge, die uns Spaß machen, Ideen, die wir haben und die viele andere Leute in der Welt vielleicht nicht zu Ende gehen würden. Diesen Weg einer Idee, die teilweise auch einfach hirnrissig ist. Ähm, beispielsweise sowas wie Rocket Beans on Ice, was wir gerade vor zwei Wochen hatten, was entstanden ist aus einer dummen Namensidee. Also wir gehen nee, warte mal nicht. Also Ich hatte die Idee schon. Ja? Rotationskonferenz, Toilette, wie das reingelaufen Ey, wir machen Rocket Beans on Ice. Siehst du, Toilette ist und schon mit drin. Also, es ja, ist mir also wirklich auf, auf dem Klo eingefallen. Es ist ein Klischee. Aber und das war einfach nur, okay, wir machen eine Eisrevue. Und dann stellt man sich die Leute vor, die alle nicht Eis laufen können. Äh, stellt sich vor, wie die sich aufs Maul legen, wie sie versuchen, das zu kompensieren mit Kostümen und dummen Sketchen. Und äh, dann wird es wieder lustig. Und äh, das Ganze schön kitschig und aufgeblasen und dann funktioniert es plötzlich so. Und das war eigentlich die Idee. Und das funktioniert mit allem. Und Rocket Beans von Eis war echt richtig aufwendig. Und wir haben es trotzdem gemacht. RBTV ist für mich der Nerd-Spielplatz für Medienschaffende, wie halt auch Medieninteressierte, die halt entweder sich ausprobieren wollen oder sehen halt, was andere ausprobieren. Ja, also ich sehe es halt echt als Spielplatz, weil ich halt hier die. Spielwiese oder halt den Ort habe, an dem ich halt so viele Sachen machen kann, die meine privaten Interessen irgendwie ähm, widerspiegeln und die ich dann quasi oder die Leidenschaft, die ich dafür hege, die ich dann quasi dann weitergeben kann an die Leute, die es interessiert. Was ist der Unterschied von ins TV zu Fernsehsendern und YouTubern? Das sind im Grunde zwei Fragen. Die YouTuber-Frage, glaube ich, gehen wir als erstes an. Ähm also ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber es gibt... Ich sage nicht selber, es gibt Leute, die sagen, wir haben Let's Plays erfunden damals in den 90ern mit Giga-Games. Dementsprechend ist der Unterschied zu YouTubern gar nicht so groß, denn ähm, wenn wir an YouTuber denken, glaube ich, denken wir vielleicht in unserem Kontext an Let's Player, Leute, die Videospiele spielen, und dann erscheinen wir uns natürlich nicht groß. Und was unterscheidet uns von YouTubern? Für mich diese Live-Shose, einfach, dass wir interaktiv mit den äh, Leuten agieren. Das wollen wir auch immer verstärken, immer mehr und, und noch mehr. Wir haben da ein paar lustige Sachen noch vor, äh, zum Beispiel in den nächsten Wochen, aber das können wir jetzt nicht ausplaudern. Ja, ja. Ähm, aber wir wollen den Chat instrumentalisieren. Wir machen das zum Beispiel beim Nerdquiz, äh, wo der Chat, sagen wir mal, in, in Tausenden äh, Fragen beantwortet und wir quasi mal eben locker sozialwissenschaftliche, empirische Umfragen machen, nebenbei bei einer Entertainment-Show. Das war jetzt dick genug aufgetragen häufig, wenn man Fernsehen schaut, sieht man diese ganze Social-Media-Komponente, die so reingepresst ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ich gucke gerne Football als Sport und das wird neuerdings auch ähm, übertragen im Free TV mhm. und da gibt es auch einen, der versucht, Social Media zu integrieren. Und du weißt ganz genau, wie das abgelaufen ist in der Redaktion. Ey, wir brauchen irgendwie diese Interaktivität, wir brauchen irgendwie dieses Twitter, dieses Facebook. Das müssen wir einbauen. Und dann setzen sie da irgendeinen Hippie hin, der ähm, mhm. Twitter-Kommentare vorliest. Und sie denken, sie hätten auf einmal alles Social Media ähm, quasi bedient mhm. und hätten dieses Gebiet abgehakt. Aber das ist nicht so. Vor Rocket Beans habt ihr die, die TV-Show Game One gemacht. Mhm. Und quasi zur Endzeit von Game One habt ihr auf euren Rocket Beans YouTube-Channel zum Spenden auf. Spendenaufruf aufgerufen. Wie war das? Also, pf, also erstmal die gesamte Phase äh, ging Mitte, Ende 2014. Das war auf jeden Fall eine abgefahrene Zeit. Wir haben uns, äh, es stand dann doch schon so ein bisschen in den Sternen, ähm, nee, es hat sich ziemlich deutlich abgezeichnet, dass die Produktion ähm, zwischen Wahakum und uns ähm, nach aber auch acht Jahren ähm, Richtung Ende geht was, wenn man so möchte, auch in Ordnung ist, weil acht Jahre ein Format, das hätten wir selber nicht gedacht, also das Game One Format, niemals hätten wir das erwartet. Und äh, dann war für uns als Firma einfach ganz klar die Entscheidung, okay, fuck, was machen wir jetzt? Wir haben echt viele Leute, weil wir ähm, bei Rocket Beans als Firma schon immer irgendwie so ein bisschen das Credo hatten, kommen wir brauchen viele Leute für viele Special Interests. Also wir wollen jemanden haben, der wirklich sich extrem gut mit Japano-Rollenspielen auskennt und wollen nicht irgendwie einer, der eigentlich im Rennspiel-Simulationssektor unterwegs ist, dem auch noch Japano-Rollenspiele draufdrücken, weil dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Also wir brauchen halt schon Spezies für jedes Genre. Und das wurde halt, wenn überhaupt, nur in Printmagazin zum Thema Games abgelichtet, aber noch nicht, im, nicht visuell, nicht, nicht im Fernsehbereich. Da wollten wir halt ein Gegengewicht äh, zu aufbauen. Also wir waren ja, ich war ja auch noch Redakteur bei Game One und wir waren alle ganz, ganz traurig, dass das vorbei war. Und wir waren wirklich am Boden zerstört und es kam auch doch wirklich auch für uns recht spontan. Und ich glaube, das kam uns sehr ehrlich vor einfach zu sagen, hallo, wir brauchen Geld für irgendwas. Ich glaube, wir haben ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Und äh, wir haben aber ganz viel vor, wissen aber noch nicht, was wir davon machen können. Und deswegen wollen wir euch nichts versprechen. Und deswegen wollen wir einfach nur äh, eine Unterstützung, damit wir äh, mit uns der Arsch nicht auf Grundeis geht, sozusagen. Also ich habe das natürlich mitbekommen, dass wir ähm, diesen Aufruf gestartet haben, dass wir über Netz, äh, Facebook, Twitter, was weiß ich, das gemacht haben. Ja, es war ein Gradmesser, würde ich sagen. Also, ich fand das ähm, ein, ein, spannendes, ein spannendes Projekt, insofern, dass man halt sehen konnte oder weil wir dadurch sehen konnten, okay, wer ist bereit zu bezahlen, wie viele Leute mögen das, wie viele Leute sind interessiert an einem Fortbestand von dem, was wir machen. Und ja, wie viele Leute gibt es dann halt auch, die irgendwie, sag ich mal, dann Geld geben würden, um zu schauen, okay, kann man damit wirklich auch Geld generieren, Geld verdienen? irgendjemandem was anbieten, was halt einen Gegenwert hat und so weiter. Also in erster Linie war es spannend zu beobachten, ganz einfach. Ich habe dann ansonsten auch nicht so viel dazu beigetragen, beziehungsweise ich war halt auch einfach nur einer der Beobachter auf der anderen Seite, der halt gu gucken wollte oder wissen wollte, oje, oh jetzt bin ich mal gespannt, so äh, wie kommen wir da draußen überhaupt wirklich an? Und dass dann halt so viele Leute dann gesagt haben, ey klar, machen wir und spenden wir, das ist halt eine wunderschöne äh, Bestätigung für das, was man macht. Wie finanziert ihr euch denn außerhalb der Community? Also, wir, haben, wir sprechen immer von sieben Säulen. Also, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man es nochmal einen Schritt zurückzieht, es gibt zwei Seiten. Das eine ist Community-bedingte Finanzierung und das andere ist klassische Vermarktung. Community-bezogen ist tatsächlich sowas wie Support, also Spenden, wenn du so möchtest. Das macht einen kleinen Teil aus, aber der ist, der ist wichtig und notwendig. Dann gibt es noch so was wie Merchandise. Der Amazon Affiliate Link tatsächlich. Das heißt, der Kunde, wenn, oder der Kunde, der Zuschauer, wenn er irgendwas über Amazon bestellt, aber über unseren Affiliate Link geht, dann geht immer ein kleiner Prozentsatz noch an uns. Der, der Käufer über Amazon muss nicht mehr bezahlen, aber äh, wenn er über Link, unseren Link geht, das ist für Amazon halt werbliches Ding. halt. Ne? Die andere Seite ist halt die klassische Vermarktung. Gibt, da gibt es halt so welche Sachen wie Branded Content. Da haben wir in letzter Zeit sehr viel gemacht. Gadget Inspectors ist so eine Sache mit Vodafone. Das funktioniert geil. Ähm, und äh, da gehen wir auch vollkommen offen mit um. Wir sagen halt ganz klar, ey, wirklich, diese Sendung wird uns ermöglicht durch zum Beispiel Vodafone oder durch zum Beispiel Samsung oder durch zum Beispiel Jägermeister oder wie auch immer. Das ist ähm, Brand-Content-Geschichten. Product-Placement gibt es auch noch. Auch da weisen wir auch immer ganz brav darauf hin, weil wir das auch cool finden, darauf hinzuweisen. Ähm, und äh, dann natürlich gibt es noch die klassischen Revenues über Twitch und über so also die Revenues die automatisiert sind über Twitch und über YouTube. Und dann gibt es noch ähm, Werbeschaltungen, die wir zwischendurch machen. Also das sind so grob sieben Säulen. Und dadurch finanziert sich tatsächlich aktuell dieser ganze Laden hier. Verrückt, ne? Rocket Beans veranstaltet ja gerne spezielle Events. Wie zum Beispiel das Street Fighter 5 Event oder mhm. Rocket Beans on Ice. Ja. Oder Beans vs. Welches ist dein Favorit unter denen? Boah. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt, es gibt so ein Ding, was... Ähm ich glaube ein Event, was ich sehr sehr lustig fand war äh, Couch and Couch Mario Maker, weil das war einfach also das war so Beans weil das Mario Maker und daraus ist Couch and Couch entstanden. Das war so eine Hirnfurz Idee. Also der Aufwand selber war jetzt nicht ganz so hoch von der Produktionsleistung, von, von der Planung, das war einfach nur oh, ey, alle Leute rein, wir grillen irgendwo drin und zocken halt Mario Maker und daraus ist etwas sehr lustiges entstanden. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Es hat einfach auch richtig viel Spaß gemacht. Dann aber auf der anderen Seite, wir haben das vor einigen Tagen gemacht, einigen Wochen, äh Bonjour Show Gala Extravaganza. Das ist eine, 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 eine Show, Mittwochabends läuft sie normalerweise, die wurde halt pausiert. Und das war die letzte Sendung vor der Pause. Und da haben wir einfach mal ähm, tatsächlich gegenüber haben wir ein paar Gabel darüber gelegt. Und dann ist da so ein delphi show heißt das Ding. Also, da passen dann 300 Leute rein, die können sich da hinsetzen mit Publikum. Und da haben wir dann einfach mal Bonjour live gemacht. Und dann aber zu sehen, okay, krass, alle Leute, die hier irgendwie am Start sind, wissen, was sie tun. Da ist eine Live-Regie angebaut, da sind ganz viele Kameras aufgebaut, es kommen krasse Gäste, alle sind irgendwie gut drauf, es funktioniert technisch fast alles einwandfrei. Fast nicht immer. Ich glaube, es gab kein Event, wo es technisch nicht mindestens irgendwie einen, sagen wir, dickeren Malus gab. Aber ist egal. Weil das Gesamtbild ist einfach krass. Da sitzen 300 Leute in Abendgarderobe. Es kommen geile Gäste, wir haben Musik, wir haben äh, einen Zaubergig, eine Zauber der vollkommen in die Hose geht, was sehr lustig war. Und ähm, also Bonjour war schon geil. Und Rocket Beats und Ice war einfach, das ist jedweder Liga, was da passiert ist. Ich weiß selber nicht genau, wo ich da graben müsste. Also, Lieblingsevents muss ich sofort an ähm, Messen denken, an die E3. Das größte für mich ist die E3. Los Angeles, jedes Jahr. Ähm, größte Videospielmesse. Es nennt sich die Gamescom auch gerne, aber kommt darauf an, ähm <laughs> Was man da nimmt als ähm, Basis, vielleicht sind es die meisten ähm, Leute, die es besuchen bei der Gamescom, das macht sie zur größten. Aber die relevanteste ist die E3 und es ist ein fucking Sunshine State. Und wir essen dann den ganzen Tag Pizza und trinken Slurpees und zittern, weil wir wenig Schlaf kriegen und überzuckert sind. Aber haben da einen Riesenspaß, der uns quasi ähm, so ausnockt, dass unser Körper ähm, einfach mal sagt: Okay, mach dein Ding, ich, ich spiele mit, so, ich klappe erst am Ende dieser Woche zusammen und wir haben da einen Riesenspaß. das ist einfach ein Traum. Weil diese E3 ist quasi so das Epizentrum ähm, der Videospielindustrie. Du bist ganz dicht dran, du triffst die Leute, du kannst von da berichten, es scheint die Sonne und es ist einfach ähm, wie der Himmel auf Erden für ähm, Videospielredakteure und Leute, die in dieser Branche arbeiten, an diesem Event teilzunehmen. Ihr habt ja stark community bezogen. Ihr habt sie quasi auch immer im, im Live-Chat mit dabei. Mhm. Ist das, macht das die Arbeit leichter oder schwerer für euch? Das kommt ganz drauf an. Also ähm, ich glaube, das, woran wir auf jeden Fall noch weiterhin arbeiten müssen, ist, uns muss selber bewusst werden, immer wieder neu, dass wir jetzt wirklich ein Sender sind. Das heißt, der läuft 24-7. Der Chat ist 24-7 auf. Ähm, wir haben einige Moderatoren im Chat, die auch einfach aufpassen, was da gesagt wird. Ähm, wir haben über, über äh, die API haben wir so ein paar Wörter auch einfach rausgebannt. Das heißt, dass die nicht dort nicht geschrieben werden. Aber das ist schon echt ein Aufwand, dort wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufzupassen hinzukommt, dass wir eigentlich gar nicht groß aufpassen wollen. Also manchmal wird da einfach Scheiße geschrieben. Das kennt man auch über andere Internetplattformen im Internet. Wenn man da so anonym unterwegs ist, dann schreibt, schreiben einige Leute halt einfach Schwachsinn. Ein kleiner Teil, aber der fällt halt auf. Auf der anderen Seite und das ist der wichtigere und positivere Part: Die Interaktion mit den Leuten ist Absolut wichtig. Also, das ist unser Feedback-Kanal und das ist ähm, unser Forum, das ist äh, auch Reddit, das sind natürlich auch alle anderen Kanäle über Social, also alle anderen Social Media Kanäle, Twitter, Facebook. Ach Gott, nimm einfach alle und schmeiß sie in einen Topf und da gucken wir immer rein. Und das ist für uns natürlich, das ist wichtig zu wissen, was finden die Leute gut, was finden wir gut und in, in der Abstraktion, wie kommt das bei den Leuten an und was müssten wir vielleicht noch in der Theorie verändern, damit es vielleicht noch besser ist. Ähm, Dazu kommen auch noch dann Formate, einige Sachen haben wir schon ausprobiert, wie ChatDuell zum Beispiel, wo wir die Leute wirklich auffordern, mitzuspielen. Und zwar nicht nur im Sinne von, wählt jetzt A oder B, <laughs> sondern schreibt was Kreatives, schickt uns was Kreatives ein, das, was euch einfällt zu Thema XY. Und äh, das macht extrem viel Spaß. Das gibt es in der Fassung und in der Form gibt es im, das im klassischen Fernsehen eigentlich auch nicht so, so konstant. Und das finde ich, find ich geil, dass wir wirklich anfangen, Sachen ausprobieren, die klassische Medienhäuser eben nicht drauf haben. Natürlich macht die Community einiges leichter in der Arbeit, weil wir ähm, natürlich der Community ähm, was bieten wollen und die weiß am besten, was sie will. Aber auch nicht immer, weil die Community ist auch ein riesiger Pulk von Leuten mit verschiedenen Meinungen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Meinung ähm, genau zu bewerten. Weil nicht jeder, der schreit, ey, spiel jetzt unbedingt das und das Spiel, ähm, spiegel ähm, irgendwie den Willen der ganzen Community wieder. Man muss das immer richtig bewerten, das ist nicht ganz einfach. Natürlich hilft das, deswegen machen wir auch Votings und sowas und ähm, da haben wir dann auch äh, genügend ähm, Antworten, als wenn wir auf einzelne in Kommentaren äh, niedergeschriebene Anfragen oder sowas reagieren. Aber wir lesen das alles durch, wir analysieren das und die Community hilft natürlich enorm, weil für die produzieren wir das Ganze. Aber auf der anderen Seite muss man manchmal auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt dem ähm, Durchschnitt der Community entsprechen, weil wir einige Faktoren im Blick haben, die die Community nicht im Blick hat. Und ähm, die müssen wir auch beachten. Und es ist nicht immer die erste Idee, die man hat, die beste. Ähm, ja, Community ist auf jeden Fall cool. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Namen für Press Select. Den haben wir gestellt, die Frage in der Community. Und äh, wir haben davor, glaube ich, drei Tage lang mit fünf Menschen da gesessen und fiel nichts ein. Und dann haben wir es so gestellt und dann hat gleich einer, zack, press select. Genial, danke schön. Also konkrete Fragen an die Community stellen, das ist immer cool. Also ich finde es schon krass, weil ich glaube, man, ich wüsste nicht viele Medienschaffende oder viele Leute, die im Medienbereich tätig sind, die ähm, so einen Feedback-Kanal haben wie wir. Ja, dementsprechend ist das natürlich... Fluch und Segen zugleich. Bei euch läuft ja auch ein großer Anteil Fremdcontent, wie zum Beispiel Headliners oder auch bald PlayStation Insight. Aber wie kommt es dazu? Kommen die Leute zu euch? Oder es kommt tatsächlich immer ganz darauf an. Also wir haben, wir sagen selber, so ein Sender, der soll halt auch bunt bestückt werden. Und ähm, manchmal kriegen wir Anfragen von außen im Sinne von, ey, wir haben von eurem Projekt gehört, das ist super geil, können wir da irgendwie mitmachen? Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal. Die Reichweite ist uns vollkommen Wumpe. Wirklich jetzt. Also es gibt einfach fantastische Produktionen da draußen, die Herzblut reinstecken, die teuer produzieren, aber einfach keinen Kanal finden, wo es irgendwie läuft. Und wir sagen dann einfach, ähm, naja, nee, wir haben halt einen Sender, vielleicht bringt es ja was. Und wenn ihr Bock habt, alle Rechte bleiben bei euch, wir strahlen einfach nur euren Käse halt mit aus. Und Käse gar nicht wertend gemeint. Also Fremdcontent ist für uns ein Weg, unser Programm noch besser zu machen. Weil, wie man vielleicht weiß, versuchen wir 24 Stunden zu bespielen. 24-7, also sieben Tage die Woche, die ganze Zeit eigentlich. Und ähm, da merkt man vielleicht schon, okay, das könnte nicht ganz einfach werden, weil ähm, so ein Tag hat auch mal eine Nacht. Leute müssen schlafen, Leute müssen essen, Leute gehen in Urlaub, Leute werden krank. Und ähm, diese 24 Stunden mit dem besten Live-Content zu bespielen, ist ähm, mit unseren Ressourcen so nicht möglich. Wir versuchen uns ähm, einen bestimmten Tagesabschnitt rauszusuchen, und um den live zu bespielen. Und um das so ein bisschen auszudehnen, haben wir Fremdcontent. Weil wir wissen, es gibt super viele ambitionierte Leute da draußen, die ähm, das, was wir tun und das, was sie teilweise auch selber tun, einfach das macht den Spaß. Und die machen das gerne und die machen das in ihrer Freizeit. Und diese Energie darf nicht einfach verschütt gehen. Und ähm, die besten Sachen nehmen wir gerne bei uns auf, weil viele Dinge, die die Community da draußen macht, beeindrucken uns auch. Das nehmen wir gerne bei uns auf, weil wir sehen, das ist was richtig Tolles, das darf nicht irgendwo in irgendeinem YouTube-Kanal ähm, untergehen, der aus irgendwelchen Gründen nicht die genügend Leute erreicht. Und wir haben einfach mittlerweile dieses <laughs> Organ von Twitch, was, ähm, und, und auch YouTube und auch generell unsere ganze Reichweite, dass wir, dass wir diese guten Projekte unterstützen können. Genau, und wir sorgen dafür bei Fremdcontent, dass es ja, wie soll ich sagen? Es soll sich schon unterscheiden von unserem Programm. Es soll was sein, was wir möglichst selber nicht machen. So, Bolli, du bist ja schon eine ganze Weile in der Medienlandschaft bekannt. Seit Giga Games, MTV Game One bis so. jetzt zu Rocket Beans e.V. Aber wie wirkt sich das auf dein Privatleben aus? Och, wie wirkt sich das auf mein Privatleben aus? Eigentlich gar nicht so signifikant. Aber das ist jetzt so, jeder hat da, glaube ich, seine eigene, seinen eigenen Kosmos, seine eigene Bubble, die er kreiert. Und bei mir ist es einfach so, ich ähm, finde das, so wie es jetzt ist, sehr angenehm das ist jetzt eine Frage, also ich antworte jetzt als, als, als sehr subjektiv, nur meine Perspektive. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man nicht die ganze Zeit angeschnackt wird oder wenn, wenn man auf der Straße als irgendwas Größeres dargestellt wird, als man eigentlich ist. Also ich laufe so rum, wie ich rumlaufen will. Ich will mit meiner Family draußen rum, und das ist gut. Wir haben ja gar nicht so viele Fans, dass die jetzt überall lauern oder so. Unsere also Zuschauerschaft ist ja jetzt auch nicht die typische die gehen ja auch nicht so viel genau, raus. Genau, Der typische Fanmob. <laughs> <laughs> Richtig, also um, unser durchschnitt, das durchschnitt Alter eines Zuschauers ist ein bisschen höher als das eines durchschnittlichen YouTubers, uh, YouTuber-Zuschauers. Und um, Leute Ende 20, Anfang 30 sind selten Leute, die um, einem auf der Straße entgegenspringen und schreien, hallo du, ich möchte ein Foto mit dir. Das sind Situationen, die sieht man mal auf Messen oder sowas, aber es ist nicht so, dass wir einen großen Ruhm genießen oder darauf jetzt eine große Antwort hätten, denn wir führen ein ganz normales Leben. Es kann sein, dass wir ab und zu mal erkannt werden, dann grüßen wir freundlich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig eine riesige Traube von Leuten um uns herum haben, die uns vergöttern oder sowas. Ich glaube eher, dass viele in dieser Firma eine antiprofilneurotische Einstellung haben und denen es sogar fast unangenehm ist, wenn man ich will nicht sagen vergöttert wird, aber wenn man so angebetet wird. Es gibt ähm, solche Situationen manchmal, aber das ist eigentlich nichts für uns. Wir sind näher dran an der Community. Wir, wir sind selber die Community. Wir gucken unseren Scheiß selber. Wir machen das deswegen ja auch, weil es was ist, was uns interessiert. Und wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn Leute uns besuchen kommen, dann ist das cool. Dann gehen wir mit denen rum. Aber es gibt nicht dieses, dieses, diese Fanschaft, die man sich vielleicht vorstellt oder die andere YouTuber vielleicht gerne leben oder darstellen, ähm, dass das in der Form ähm, existiert bei uns noch so nicht. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch den ersten interaktiven Online-TV in Deutschlands Deutschland etwas näher bringen. Wiederschauen, Re reingehauen.